Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horse Reality. Ja, Riding School habe ich gerade gemacht. Wir haben hier 128 Klicks bei Pickhoofs of Foldo. Im Forum ist nichts passiert. Keine neuen Ankündigungen oder sowas. Im Delta Store. Ja, ist wieder Lavender Sunset reingekommen. Ein Hintergrund, den wir letztes Jahr schon hatten, der auch nur im Februar verfügbar ist. Also wenn ihr den haben möchtet, dann kostet der 450 Delta Points. Ihr bekommt ja immer 5 Hintergründe. Und ja, ansonsten ist noch irgendeiner neu. Ich glaube, dieser auch. Polish Poppies. Ich gucke hier nicht so oft rein, deswegen weiß ich das immer nicht, was Neues, aber ich glaube, Polish Poppies ist auch neu. Der kostet 350 Delta Points und ansonsten, ich glaube, Winter Woods ist auch reingekommen. Wie gesagt, ich gucke hier nicht immer rein. Das letzte Mal, wo ich mal reinguckt habe, ist, als Aurora Borealis reinkam. Autumnal Equinox. Ja. War, glaube ich, auch neu. Ja, genau. So, ihr Süßen, dann habe ich euch ein paar Fohlen zu zeigen und ein neues Fohlen. Das ist noch gar nicht so alt. Das war gestern noch nicht da. Ich zeige euch aber erstmal die anderen. Und zwar haben wir hier ein Knappstuber-Stutfohlen, Fever Hands. Die können wir gleich mal fertig machen, wenn wir schon mal dabei sind. Ihr seht, sie hat 12 Gürt. Das ist nicht perfekt. Ich zeige euch mal die Eltern. Und zwar, ja, 12 Gürt. Ein bisschen ärgerlich, weil der Papa ist Handsome Guy. Der hat 4 Very Goods und die Mama 2. Hat ein GP von 711, ist nicht schlecht, aber es gibt halt wesentlich bessere schon. Und ja, irgendwie komme ich da auch auf keinen grünen Zweig bei den Knappstruppern. Die wollen nicht so wirklich, genauso wenig wie die Oldenburger, obwohl da funktioniert es ja mittlerweile schon. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich in Zukunft die Knappstrupper noch weiter behalten werde oder züchten werde. Muss ich mir noch mal überlegen. Bin mir da noch nicht so sicher. Sind hübsche Pferdis. Also im wahren Leben liebe ich sie total. ja. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch an der Farbauswahl. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich finde sie hübsch. Sie sind toll gemacht. Aber irgendwie habe ich gerade nicht so mit den Knappstruppern, bin ich gerade nicht so auf. Ja, passt es irgendwie nicht. Ja, wie gesagt, da kam halt nur ein 12 gut raus, was schon echt ein bisschen traurig ist und ärgerlich, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Irgendwie ist da was verkehrt gelaufen. Nun gut. So, dann haben wir ein weiteres Knappstrupper-Stutfohlen. Das ist Candies. 2 Very Goods, 10 Good. Den Rest seht ihr. Sie hat ein GP von 704. Das ist natürlich nicht das Allerbeste. Auch von Handsome Guy. Hat aber wenigstens 2 Very Goods abbekommen. Ja, ich weiß auch nie, wie das immer so passieren kann mit der ganzen Rumrechnerei von den Werten. Ja, ist eine ganz hübsche. Was daraus wird, das seht ihr. ich werde auf jeden Fall mit ihr züchten, sobald ich wieder züchten kann. Das ist ja momentan auch wieder ein bisschen schwierig, weil ich überhaupt keinen Platz habe. Dann haben wir zwei Norika-Fohlen. Leider beides Hengste. Ist aber nicht schlimm. Ja, dass bei denen nichts Tolles rauskommen kann, ist klar. Dieser kleine Mann, also Rico von Schaunitz, weil Walter Rico ist sein Papa. Der ist echt hübsch. Mama ist halt die Luna. Und ja. Gesagt, 2 Very Good, 6 Goods, 4 Averages. Ja, muss man halt dran arbeiten. 616 ist jetzt auch nicht so prickelnd. Hat einen Second Premium bekommen.
Und mit einer, na, 75, das ist jetzt nicht so dolle, ehrlich gesagt. Aber man kann halt auch nicht allzu viel erwarten. Ja, werde ich auch mal fertig machen. Dann können wir die vielleicht gleich nochmal in die Konfi schicken. So, dann haben wir noch einen Noreka-Fohlen. Das ist Walter von Schaunitz. Derselbe Papa. Walter Rico und Maya von Schaunitz ist die Mami. Er hat, genau, ein very good Leuten. ja, ich habe den Rest, weil das hätte alles nicht mal gepasst. Aber er hat einen GP von 632. So, da seht ihr es. Er hat, wie gesagt, das. 9 Goods, ein Average, ein Below Average. Das ist völlig in Ordnung. Er hat ein Set, ein. Ich kann nicht mehr reden heute. Entschuldigung. Er hat ein Second Premium mit knapp 74 Punkten erhalten. Und ja. Ist auf jeden Fall ein sehr hübscher Kerl. Und ja, klar, das Below Average, das ist jetzt alles nicht so toll, aber wir wollen ja mal nicht meckern. So, das wollte ich aber auch noch. Hallo, danke. Das auch noch machen. So, dann gehen wir weiter. Das ist Melange Sweet. Ja, da bin ich ein bisschen traurig über das Very Good, weil die beiden haben zusammen 12. Und ist jetzt mit 4 Very Goods nicht so toll. Aber 557 GP, das ist völlig in Ordnung, bin ich auch sehr stolz drauf. Übrigens, London Sweet Mouth ist das dritte Mal Day Champion geworden und der ist schon richtig geil. Ich finde meinen Shire Hengst richtig gut. Der ist top ist. Ich liebe ihn über alles. Ja, ihr seht schon, ich bin verliebt in diesen Hengst, weil er auch einfach toll ist. So, haben wir die auch mal fertig gemacht. Dann haben wir noch Sweet Maiden. 6 Very Good, 6 Goods. Und da frage ich gleich mal diejenigen, die wirklich Ahnung von Farbgene haben. 5,48 im GP, hat schon ein First Premium. Sie wird wahrscheinlich dann auch definitiv Star Predicate bekommen. Ich hatte sie, glaube ich, beim ersten Mal ohne alles irgendwie reingesetzt in die Konfi. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Keine Ahnung. Ich da irgendwas verkehrt gemacht habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wird bestimmt noch besser werden. Habe ich hier schon? Nein, habe ich noch nicht. So, da setze ich sie mal rein. Ich muss sie noch versorgen. Okay, so. Meine Lieben, ihr habt ja alle ein bisschen mehr Ahnung als ich. Was die Farben angeht bei den Pferden, habe ich euch schon tausendmal gesagt, ich bin totaler Laie. Die Zusammensetzung, keine Ahnung. So, ihr seht ja jetzt das Fohlen. Ja? Also, ne? Hier, da. Das ist alles, was sie hat. Mehr gibt es ja nicht. Bis Cream und dann ist er beim Shire sowieso Feierabend. So. Zwei kleine Es, zwei kleine As und ein doppelt Cream gehen. So, dass hier doppelt Cream bei rauskommt, ist irgendwo klar, weil die Eltern. Aber was heißt so klar ist es eigentlich nicht, weil das auch kein doppelt Cream ist. Ja, auf jeden Fall. Gut, da habe ich dann mit dem Cream gehen Glück gehabt. Was mich aber jetzt so ein bisschen verwundert: Der Papa hat ein großes E, ein kleines E, ein großes A. Ein kleines A. Auch die Mama hat ein großes E, zwei kleine A. Sollte hier nicht wenigstens auch ein großes E stehen? Also, ja, ihr seht's, hat sie nicht. Also, hat sie einfach nicht. Ich meine, kann das passieren? Oder, also ich frage wirklich die Leute, die echt Ahnung haben, erklärt's mir bitte. Kann das angehen? Kann das passieren? Oder ich weiß nicht. Ich ja, ich war doch etwas sehr leicht überrascht. Deswegen, also ich meine, hier zum Beispiel, hier sind zwei kleine Es und zwei große zwei große Es und zwei kleine, zwei große und Walzermädel hat ein großes E abbekommen.
Aber, also, ich habe wenigstens ein großes E erwartet. Bei der Kombination mit, also, erklärt's mir. Ihr wisst Bescheid, ich brauche eure Hilfe. So, dann weiter. Ja, also, diese Stute hier, sie ist ein Phänomen. Sie hat mir mittlerweile das vierte Stutfohlen gebracht. Das vierte. Also, das ist zwar schön, aber ein Hengst wäre auch mal ganz toll. Also die kleine Maus hat ein Very Good, Elf Good und den Rest seht ihr um. 618er GP ist, ja, ist okay. Ist okay. Kann man mit leben, aber es geht auch besser. Hat sie denn schon? Ja, ein Second Premium hat sie bekommen mit knapp über 79 Punkten. Ne? Vielleicht kriegen wir sie ja noch ein bisschen gepusht, die kleine Maus. So, okay. Dann machen wir sie fertig. Das ist der Papa, Throne of War und halt die Mama. Und ja, ich bin mal gespannt. Könnte auch ein Rabicano werden. Weil, da haben wir sie. Ach nee, das ist Raindrop Fallen. Genau. Genau, das ist ja die Tochter von Mad Hatter. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt vertan. Auf jeden Fall, sie hat die restlichen Fohlen hier zur Welt gebracht und sie hat jetzt auch einen Stutfohlen. Also, ich habe jetzt eigentlich nur, ja, ihr seht, Stuten hier. So, dann haben wir ein neues Achaldekiner Hengstfohlen bekommen. Und zwar von Bring Me to Life und unserer Shakira. Da gucke ich gerade mal, wie wir ihn nennen können. So. Life is never end. Oder wir schreiben das anders. Life never ends. So. Achal Hengsto. Ja, ein GP von 705. Alles, was über 700 ist, bin ich total glücklich mit Endurance. Da hat er noch einmal. Haben wir denn noch Endurance hier oder muss ich kaufen? Oh, die Technik funktioniert heute wieder einwandfrei. Ich bin total super. Da haben wir noch. Genial. Ja. Damit wir das hier nicht. Da haben wir ihn. Okay. So. Life never ends. Da ist er. So, dann schauen wir mal. Er hat dreimal exzellent, zweimal gut und bringt trotzdem mein Average mit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, acht gut, ein Average. Okay, ja gut, da müssen wir jetzt mit leben. Dann gucken wir hier mal weiter, was er so mitbringt, der kleine Mann. Schauen wir mal. Dann werden wir unsere Fohlen gleich noch in die Konfi schicken und dann ist diese Folge auch schon wieder vorbei, weil die ist sowieso eh wieder gecrashed. Ich weiß auch nicht, warum ich nie kürzere Folgen hinbekomme. Es ist ein Graus mit mir. Ja, was anderes kann er nicht haben. 705er GP. Super. Okay, dann gucken wir jetzt mal in die Konfi. Moment. Oh nee, den habe ich noch gar nicht. Den habe ich noch gar nicht irgendwie trainiert. Ne, das geht ja natürlich nicht. Oh, Start Basic Training. Entschuldigung. So, okay, aber jetzt. Jetzt können wir und so. Schauen wir gleich mal, wo er landet. Being inspected. Jetzt habe ich auch mittlerweile rausbekommen, dass ich es einmal aktualisieren muss. Ja, hat sein erstes First Premium bekommen. Perfekt. Dann hatten wir noch, Moment, Knappstrupperfohlen hatten wir. Genau. Da gucken wir auch mal eben. Einmal aktualisieren. Oder auch nicht. Ah. Ja, auch einmal fürs Premium. Und zwar Candice und Fever Hands.
Oh, knapp über die 78. Ah, das ist natürlich jetzt nicht so toll. Okay, war hier erstes. Ja, gut. So, dann hatten wir noch Norika. Die beiden Hübschen hier. Die beiden Männer. Einmal aktualisieren. Und wir sehen noch gar nichts. Ah, 18. Oh, das ist natürlich. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, aber das ist nicht schlimm. So, und dann hatten wir noch Shire und Welch. Gucken wir auch noch mal eben. So, Shire bin ich eigentlich immer positiv überrascht. Ja. Sweet Maiden hat direkt ein First Premium bekommen. Oh, Melange Sweet müssen wir noch mal eben. Ah, zweiter, dritter Platz. Beides First Premiums. Na, prima, super. Dann Welch. Da hatten wir ja nur das eine jetzt. Das wird wahrscheinlich nicht wirklich was herzaubern. Ja, 77. Okay, gut, kann man nichts machen. Ist halt so. So, wir klicken jetzt noch einmal hier dran. 129. Klick. Und dann würde ich sagen, war's für diese Folge, ihr Lieben. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Oder lasst ein Like da, ein Abo, aktiviert die Glocke und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.